Jahr Sirius Black 13 Menschen mit einem einzigen Fluch getötet. Stell dir vor, ein einziger Fluch. Krummbein, nicht! Komm da raus, wenn du das Monster nur einmal unter Kontrolle hättest. Jetzt muss ich Kratze suchen. Beruhig dich, Ron. Oder willst du Professor Lupin, den neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, wecken? Kein Problem, Ron. Ich helfe dir, Kratze zu suchen. Komm. Ich glaube, Kratze ist da lang. Harry, mir nach! Komm, Harry! Kratze ist da lang! Geh! Oh. Kratze! Komm her, du Kleiner! Verwende den Zauber, wenn es offen ist! Gut so, Harry! Toll! Geschafft! Harry, hilf mir doch hier mal! Nimm den anderen Griff, ich kann das nicht allein nehmen. Hilf mir, das aus dem Weg zu heben! Harry, nimm den anderen Griff, damit wir die Truhe wegtragen können. Harry, hilf mir doch hier mal! Suchen wir Kratze! Sieh mal einer an! Potty und das Wiesel! Wusste ich's doch, dass diese schäbige Ratte etwas mit euch zu tun hat! Gib sie mir zurück, Malfoy! Sonst was, Weasley? Sonst... werde ich... Recto Sempra! Du hast es so gewollt, Malfoy! Ja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser! Nicht gut genug, Potter! Meine Oma wäre besser als du! Das war totaler Mist, Goyle! Du brauchst eine neue Brille, Potter! Oh! Daneben! Hervorragend! Du würdest nicht mal ein Haus treffen, Weasley. Das war echt schwach, Malfoy. Das findest du mal wieder super lustig, was, Malfoy? Lass ihn, Ron. Warum hält der Zug? Da draußen bewegt sich was. Hilfe!
Ich muss Harry aus dem Wagen befreien. Harry von ihr wegbringen. Keiner von uns versteckt Sirius Black unter seinem Mantel. Harry, Harry, geht's dir gut? Was? Bist du okay? Ja, was ist passiert? Wer hat geschrien? Keiner hat geschrien. Ich hab Schreie gehört. Hier ist was, das wird dir gut tun. Was war das für ein Ding? Ein Dementor, einer der Dementoren von Azkaban. Bist du wirklich okay, Harry? Ja. Nimm dieses Buch, Harry. Du wirst es noch brauchen. Es fehlen ein paar Seiten, aber du findest sie bestimmt in Hogwarts. Der Hogwarts-Express erreichte schließlich sein Ziel. Und bald waren Harry und seine Freunde wieder sicher im Gryffindor-Turm. Der Gedanke, dass Sirius Black ihn sucht, beschäftigte Harry sehr. Und Professor Dumbledores Warnung, dass die Dementoren auf dem Schulgelände Wache schieben würden, bis Sirius Black gefasst sei, bestätigte ihn nur in seiner Angst. Im vertrauten Schlafsaal jedoch fühlte Harry sich endlich sicher und geborgen. Harry, hast du dir das Folio Booty von Lupin schon angesehen? Nein, noch nicht. Los, dann machen wir das jetzt. Zeig doch mal. Komm, zeig mir das Folio Booty. Wow, toll! Wir müssen die restlichen Seiten finden. Total cool! Los, zeigen wir es Hermine. Okay. Eine Bertie Bott's Bohne in allen Geschmacksrichtungen. Komm, suchen wir Hermine. Eine Bertie Bott's Bohne in allen Geschmacksrichtungen. Warum vergeuden wir hier unsere Zeit? Komm, suchen wir Hermine. Hermine! Tut mir leid.
Aber ich habe gerade echt viel zu tun. Aber weißt du noch, deine Schwierigkeit mit Malfoy im Zug? Ja? Nun, mit Expelliarmus wäre das alles sehr viel einfacher gewesen. Das Zauberbuch liegt da drüben. Danke! Ich erinnere mich, Expelliarmus. Na komm, gehen wir in den... Eine Bertie-Bots-Bohne in allen Geschmacksrichtungen! Ich bin froh, wenn das Schuljahr um ist. Los, gehen wir! Gehen wir doch in den Gang und üben Expelliarmus. Okay. Du wendest Flipendo auf mich an und ich versuch's mit Expelliarmus. Los, wende Flipendo auf mich an! Ich bin... Ah! Okay, ich bin dran. Ich ziele mit Flipendo auf dich und du wendest meine Zauber mit Expelliarmus ab. Warte, du musst deinen Zauberstab noch mit Expelliarmus ausrüsten. Genau so. Halt dich bereit. 3, 2, 1. Du musst Expelliarmus verwenden! Ups. Versuch's nochmal! Harry, was machst du da? Komm Harry, mach schon! Expelliarmus verwenden. Genau so. Ja. Oh. Das war gut. Hey, ich habe eine Idee. Gehen wir doch zu Fred und George. Fred und George sind im 6. Stock.
Gehen wir, okay? Gehen wir zu Fred und George. Welche Übeltäter dringen da in die Ländereien von Sir Cadogan ein? Zurück, gemeine Aufschneider! Zurück, Sträuche! Zieht eure Waffen, ihr Hunde! Komm, Fred und George sind im 6. Stock. Komm, Fred und George sind im 6. Stock. Also ich finde, Sir Cadogan ist ein wenig verrückt. Was meinst du? Oh! Solltest du nicht in deinem kleinen Bettchen liegen? Was geht dich das an? Gut, wenn du dich so anstellst. Ich habe eine gute Nachtgeschichte, die dich beschäftigen wird. Ziel auf das Zauberbuch! Ziel auf das Zauberbuch! Das funktioniert nicht. Es hat geklappt. Wehre die Zauber mit Expelliarmus ab. Ist das alles, was ihr könnt? Und komm bloß nicht wieder, du Verrückter! Los, gehen wir zu Fred und George. Danke für deine Hilfe, Peeves. Expelliarmus beherrschst du wirklich perfekt. Hier bin ich bestimmt falsch. Flipendo! Warum vergeuden wir hier unsere Zeit?
Wow! Komm, gehen wir zu Fred und George. Fred, George, was habt ihr für uns? Etwas ganz Besonderes, hier entlang. In diesem Raum ist der Eingang zu einem Geheimgang. Und am Ende findet ihr die Karte des Raumtreibers. Ein magisches Pergament, das euch alles zeigt, was ihr über Hogwarts wissen müsst. Da drin ist also der Eingang zu einem Geheimgang? Ja, so ist es, mein lieber Harry. Und einer von euch wird ihn sicher auch finden können. Wärmer. Ron? Hey, mit der Wand, da stimmt was nicht. Komm hier rüber, Ron. Meine Herren, treten Sie ein! Wow! Die Karte ist da oben! Ja, und wir sind hier unten. Da würde nur Hermine durchpassen. Da würde nur Hermine durchpassen. Hey, Harry!
Wer den Sprung wagt, muss sich auch um seine Freunde kümmern. Habe ich nur das Gefühl, dass es nicht leicht werden wird. Was immer du tust, mach keinen Unsinn. Da hinten ist ein Schalter. Super. Achtung! Da drüben ist so ein Schalter. Ob der zu was gut ist? Wow! Was ist das für ein Ticken? Bravo! Du hast deinen Schalter vergessen. Auf der anderen Seite des Raums ist noch einer. Ron! Uhu. Du musst sie alle drücken, bevor die Zeit abläuft. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Eine Truhe. Bravo! Wow! Lasst mich runter! Lass mich los, du kleines Ekel! Hilfe! Lasst los!
Dank. Wow. Die Weasleys sind eben nicht zu schlagen. Denn Freunde müssen zusammenhalten. Mal sehen, was hier drin ist. Wir müssen das riesige Ding wegschieben, damit Licht einfällt. Das kann ich auf keinen Fall allein heben. Das ist verdammt schwer. Hilfst du mir damit? Irgendwie müssen wir doch an den Spiegel rankommen. Ist der Spiegel irgendwie nützlich? Ich kann das nicht allein tragen! Kann man irgendwie am Boden erkennen, wo die Treppe hinführen soll? Jemand muss mir dabei helfen! Stellen wir sie diesmal an einer Stelle ab, wo sie wirklich was nützt. Dafür, dass das Licht auf das Auge über der Tür fällt. Wow! Thank you.
Noch ein Rätsel. Oh, toll. Wow, da ist jede Menge drin. An der Wand hier ist irgendwas komisch. Ach echt? Genau so. Du musst deine Zauber länger darauf anwenden. Sieh dir mal die Wand an. Irgendwas ist daran komisch. Ja? Ich glaube, dort oben geht's raus. Wir müssen darauf. Ausgezeichnet. Ich kann da nicht hochklettern. Du, Harry? Okay, dann bleib ich hier unten und halte Wache. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Danke für dein Mitgefühl, Ron. Kannst du hier runterklettern? Dadurch werde ich auf keinen Fall zurückgehen. Thank you.
sei gewiss, dass dem wahren Rumtreiber immer Hilfe zuteil wird. Na Junge, wie heißt das Passwort? Passwort? Hedwig! Hier, nimm. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Mummenschanz! Ah! Gehen Sie bitte durch, Sir. Thank you.
Hast du sie gefunden? Wie ist sie? Total klasse! Nun, das war's dann. Kommt wieder, wann immer ihr wollt. Wir haben immer was Interessantes für euch. Und alles ist absolut günstig. Schau, dein Erinnermich blinkt. Sieh mal in deiner Aufgabenliste nach, was das heißen soll. Da. Schau, dein Erinnermich blinkt. Dachte ich's mir doch. Wir haben alles erledigt. Harry und Ron standen früh auf und bereiteten sich auf Verteidigung gegen die dunklen Künste vor. Aber nicht alle waren an diesem Morgen so lebendig. Hermine! Oh. Wir haben Verteidigung gegen die dunklen Künste. Beeil dich! Komme schon. Ausgezeichnet. Professor Lupin sieht immer so blass aus. Ob er vielleicht krank ist? Ich habe jetzt keine Lust, mit dir zu reden.
Ich freue mich so auf Pflege magischer Geschöpfe. Ich wünschte nur, Malfoy, Crabbe und Goyle würden nicht teilnehmen. Verteidigung gegen die dunklen Künste ist im dritten Stock. Ich habe jetzt keine Lust, mit dir zu reden. Wir sollten wirklich gehen. Professor Lupin wartet doch sicher auf uns, oder? Ich mache mir wirklich Sorgen um Krätze. Seit wir in Hogwarts sind, benimmt er sich so komisch. Das ist der Weg. Auf den Ländereien sollen Dementoren stehen. Das stimmt doch nicht, oder? Auf den Ländereien sollen Dementoren stehen. Das stimmt doch nicht, oder? Professor Lupin wartet doch sicher auf uns, oder? Haben wir jetzt nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste? Von Flubberwürmern krieg ich Gänsehaut. Komm, gehen wir. Wir müssen in den dritten Stock. Müssten wir nicht längst da sein? Professor Dumbledore hat uns befohlen, die große Treppe zu bewachen. Ich weiß nicht, was ihr drei vorhabt, aber ich sehe mich ein wenig um. Hier gibt es nämlich jede Menge Geheimnisse.
Wir sollten wirklich gehen. Gehen? Schon gehört? Hogwarts wird von Dementoren bewacht. Eine ganze Armee steht auf den Ländereien. Professor Lupin wartet doch sicher auf uns, oder? Der erste Zauber, den wir lernen werden, soll wirklich mächtig sein. Sollen wir reingehen? Sollen wir rein? Ein paar Schüler sind schon im Klassenraum. Los, gehen wir auch rein. Hermine, Ron, Harry, kommt bitte zu mir. Würdet ihr bitte dort reingehen und das Glacius-Zauberbuch holen?